Namaste. Namaste, welcome. Namaste und willkommen zu unserem 11. Beisammensein. Heute möchten wir uns auf das Mula-Mantra konzentrieren. Mula bedeutet Wurzel und das Wort Mantra besteht aus zwei Teilen. Man, was Verstand bedeutet, und Tra, was entweder frei von oder schützen bedeutet. Wir können also sagen, dass ein Mantra etwas ist, das den Verstand beschützt oder uns vom Verstand befreit. Und in gewisser Weise ist es eigentlich dasselbe, denn der Verstand ist eine sehr mächtige Energie, die wir entweder für oder gegen uns einsetzen können. Das Mantra hilft uns also, diese Verstandesenergie so zu fokussieren, dass sie für uns nützlich ist und dass wir sie in einer Weise verwenden können, die hilfreich für uns und andere ist, um immer bewusster, immer liebevoller, immer gegenwärtiger und wacher zu werden. Die Worte des Mula-Mantras sind: Om Sat Chit Ananda. Sat is the truth. Sat ist Wahrheit, Chit ist Bewusstsein und Ananda ist Glückseligkeit. Und das ist wirklich das, woraus wir bestehen. Sat, Wahrheit, Chit, Bewusstsein und Ananda, Glückseligkeit. Parabrahma. Parabrahma ist das Unmanifestierte, Göttliche. Es ist das Göttliche, das uns überall umgibt, wie die Luft, die wir atmen, der Raum um uns herum. Es durchdringt alles. Parabrahma. Purushottama. Purushottama ist das Göttliche, das sich im Menschen manifestiert. Als unser spiritueller Lehrer, Gurus, Avatare und erleuchtete Meister. Paramatma. Paramatma ist die Seele, die sich als göttliche Essenz in jedem Lebewesen befindet. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati ist das weibliche Prinzip. Sameta bedeutet in Gemeinschaft mit oder zusammen mit. Shri Bhagavate ist das männliche Prinzip und Namaha ist ein respektvoller Gruß. Wir begrüßen das Göttliche also voller Ehrerbietung. Zunächst das Göttliche in seiner unmanifestierten Form, die sich dann in unseren Lehrern, unseren Gurus ausdrückt, und kommen dann zu dem universellen Verständnis, dass alles göttlich ist. Alles ist eine Reflexion der göttlichen Vollkommenheit. Und dann der Tanz der weiblichen und männlichen Energien, die ich immer als Yin und Yang am Ende des Mantras sehe, dass diese beiden, die männliche und weibliche Energie, zusammen eine Ganzheit bilden. Sie sind miteinander verflochten und eine wäre nicht ganz ohne die andere. Da dieses Mantra aus vielen Worten besteht, kannst du einfach die Augen schließen und dem Chanten lauschen. Du könntest vielleicht sogar ausprobieren, das Mantra im Liegen oder im Stehen zu genießen. Nimm einfach eine Position ein, die für dich am bequemsten ist, um entspannt, offen und hingegeben die Schwingungen dieses Mantras zu empfangen. Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sat Chit Ananda Parabrahma Purushottama Sameta Shri Bhagavate Namaha. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om.
Sat-chit-ananda-para-brahma Purushottama-para-brahma
Take a deep breath. Atme tief durch. Enjoy this moment of silence together. Wir genießen gemeinsam diesen Augenblick der Stille, eine innere Stille. The male and female energies. Die männliche und weibliche Energie sind ausgewogen, sind eins. Und wir können unseren Tag nun fortsetzen, genährt durch unser Beisammensein, genährt durch die Stille, in die wir tief in uns eingetaucht sind. Wir wünschen dir allen Segen. Namaste. Namaste.